Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen Array anzocken. Es ist leider wieder Englisch. Habe ich vorher nicht nachgeguckt. Habe ich auch erst erfahren im Stream, wo ich es dann schon geholt hatte. Return, select, load game, new game, nee, new game. Ja, wir haben Französisch und Englisch. Easy. Ändert sich da was? Ne, ich habe gedacht, da unten bei der Steuerung ändert sich was, aber nee. Wir machen mal easy. Aber ich denke mal, wir brauchen hier nicht viel. Ich denke mal, die Tiere werden nicht reden. Das wird wieder so ein Ding sein wie Biomutant, wo sie irgendwelche Geräusche von sich geben. Und 20 years have passed since a cataclysmic disaster known as the shift transformed the earth. Ich hoffe nur, dass wirklich der Untertitel irgendwie deutsch ist oder so. Das ist ein bisschen Englisch. Has become a nightmare. A swirling vortex of storms, fires and eruptions that threaten. Aber ich möchte sagen, im PSN stand, dass Untertitel deutsch. And yet, life does remain. Animals, certain indefatigable species have proven themselves able to adapt. Welcher bin ich jetzt? Das ist echt schade, gerade bei so einem Spiel. Die Grafik sieht wirklich ganz gut aus. One such species is the sugar glider. A small marsupial, unusually adept at navigating this new and treacherous environment. So, haben wir vergessen umzuschalten. Like all life on Earth, now balance on the brink of extinction. Ah, cool. Alter, ganz schön groß, wa? Wenn man berechnet, wie groß wir sind als kleine Tier. Fähigkeiten sein. Was mich gerade ein bisschen abfuckt ist, der quatscht doch. Ach, Untertitel muss man extra nochmal aktivieren. Gut, ganz toll. Also gleich müsste er wieder was quatschen, dann müssten wir das jetzt auch sehen, was er quatscht. Ja, sie sind kackt. Nee, geht weiter.
Aber jetzt quatscht er nicht mehr. Ganz toll. Like human beings, sugar gliders form powerful familial bonds. Adults and their offspring protect and nurture each other and cooperate in ways that enhance their chances of survival. But no amount of cooperation can avert some disasters. Mama, Papa. Irgendwas von wem war's? And where there is life, there is hope. This young family of sugar. Die Stimme finde ich von ihm ist ganz gut. Und wenn sie da eine deutsche Stimme noch reingemacht hätten. Aber viele Studios können sich das nicht leisten, noch deutsches Audio zu machen. Aber gerade bei so einem Spielen verstehe ich das nicht. Wir haben hier nicht 20.000 Stimmen. Wir haben nicht er, sie, es und noch die ganze Sippschaft hinterher und Vater, Mutter und hast nicht gesehen, was wir alle noch vertonen müssen. Irgendwelche Freunde. Wir haben nur einen Sprecher, der uns das erzählt. Warum kann man das nicht machen? Every step forward for this journey is a step into the unknown. His mother and baby sister are the only constants in his life. Okay, Vater ist weg. Mutter und meine kleine Schwester ist wohl da. Wisdom that come with age. He'll have to follow her closely. He's still young and has much to learn. Also bringt Mutter uns jetzt erstmal alles bei, jagen und so. Also wir sind ja keine Jäger, wir essen ja irgendwas anderes, garantiert. Mushrooms and other succulent plant life not only offer nourishment to the sugar glider, but a path to follow. For where plants thrive, other forms of life can thrive as well. Also Pilze kann ich fressen. War die nicht? Okay, nur die roten. Jumping. A precursor to glider keeps the glider nimble and strong. Skills he'll need if he's to survive this quickly changing environment. A spider. Though small, it has all the markings of the notorious Black Widow. The glider must master every skill in his arsenal to thrive. And one of his most notable attributes is gliding. He cannot survive without acquiring this primary skill. But to glide, he'll need strength. And strength comes from food.
The forest floor, despite its dangers, also provides. Plump cloudberries fruit are chock full of nutrients and tasty too. This is Saviour Island, one of only a handful of ecosystems that remain. Its dense forest would once have offered cover and comfort to this young sugar glider, but no longer. The island is now a deadly war zone of competing species. The sugar glider feels most at home in the trees, and for good reason. The glider's whole body is adapted for the high life of the forest canopy. Opposable thumbs on his hind feet allow him to clasp branches and perform wonderful feats of acrobatics. With his gliding membrane, he can defy gravity itself and float on the air like a piece of paper, at least in theory. An excellent first attempt. The young glider has soared successfully from one of the island's trees to another, despite the dizzying drop in between. But the energy expended in this first glide has left him famished. Perhaps it's time to stop for a snack. Schmecken. A delicious meal. There's nothing like a successful hunt to put the spring back in your step. The sugar glider forges ahead with a new vigor. Folge deiner Mutter. Okay, machen wir. Kreoban. Oh, das gibt mir Schaden. Also Bahn ist wohl nicht so gut. The glider has ventured close to the cliff's edge. The winds here are harsh. One wrong move could send him tumbling into the waters below, and because gliders can't swim, this would be a deadly mistake. Also Kennenlernen vom Spiel haben sie schon mal süß gemacht. Jetzt hier sieht es mit der Grafik jetzt da unten nicht so, aber alles was so nah dran ist und so geht schon. The terrain is rocky and inhospitable. Nothing like the smooth tree trunks and sturdy branches the sugar glider is used to. Crags, steep slopes. Aber das ist genau das gleiche Problem wie bei Red Dead und so. Hier laufen und gleichzeitig lesen ist halt hoppala, doof.
da war auch ein Bug. Die Blume, die eigentlich, die blaue, die da leuchtet auf dem Stamm leuchtet, wenn der Stamm hochkommt, geht die Blume weg. Die müsste mitgehen. Das ist ein Helikopter, so ja. Irgendein altes Skelett. Oh, das wird bestimmt geil, wenn man das alle da erforscht, als diese kleine Viech. Up ahead, a scorpion. This creepy crawler wields a dangerous weapon. A toxic stinger that could kill the glider with a single jab. And this striking fiend won't let the glider go without a fight. This gutsy Joey has a battle on his hands. He's done it. The sugar glider reigns victorious, a testament to his rapidly developing skills. With a newfound confidence, he pushes forward toward the next challenge. Puh. Hier ist ein Ofenback drin. Da bleibt einfach Kreis weiterhin stehen. Sugar gliders have powerful instincts that can alert them not only to the presence of predators, but to the safest paths forward. But instincts are useless if they're ignored. The glider must learn how and when to listen to these inner nudges. Finely honed instincts could mean the difference between life and death. The young glider is getting weak. Luckily, ich bin schon tot. Leck mich doch am Arsch. Ich sterbe gleich beim Anfang. Super. Thank you.
knapp. That chilling cry was uttered by a bearded vulture. A massive bird crushed the sugar glider between its talons like a porcelain doll. The sugar glider's senses are on high alert. Every instinct in his body tingles in the presence of this threat. He moves cautiously, keeping inconspicuous and out of sight. Gemacht. The vulture is aware of movement on the ground. It could spot the glider at any moment. Our Joey must remain quiet and hidden if he's to survive. Avoiding the vulture, the sugar glider can breathe a sigh of relief for now. Lizards, a perfect meal for this family of gliders on the go. The Joey takes cues from his mother, who uses stealth and speed to stalk these tasty treats. A lizard is in the glider's sights. He must tread lightly. These scaly delicacies are quicker than they look. These lizards are... Mist. Thank you.
Bin ich bescheuert? Ich krieg die scheiß Eidechsen nicht gefangen. Halte L2, um Eidechse zu sehen. Wir müssen jetzt schon wieder hin auf. Bist du wohl bescheuert, um einen Eidechse zu fangen, glaubt das? L2. He's done it. This wriggling lizard will make a fine meal for his mother and sister. Was sind die jetzt hin? Hab ich die jetzt gefressen? Aber mit R2 kann ich das da mitnehmen.
A storm rumbles in the distance. Wow. The glider must move quickly to avoid being caught in its rages. Wahlkadaver. Oh, 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 scheiße, 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 scheiße. Ich sterbe. It is of vital importance that the sugar glider maintain his strength. He'll need every ounce of it to survive what's coming. A swinging branch attached precariously to a vine. For most animals, this obstacle would be impossible to bypass. A fall from this height would be fatal and not worth the risk. But the sugar glider is a masterful acrobat and light on his feet. He may succeed here where others would undoubtedly fail. This giant skeleton once belonged to a whale. Das heißt doch mal. The glider has never seen such a thing, and there's no reason he should have. But sadly, the presence of this decomposed carcass so far inland is no mystery. Seismic changes, likely a tsunami caused by the shift, no doubt deposited this unfortunate creature onto the island. The poor beast perished here, unable to return to its watery home. What remains a mystery is how sugar gliders, these tiny, intrepid mammals, have managed to survive the Earth's upheavals, while so many others have failed. Ach, meine erste Trophäe. The clever glider turns a log into a vessel. A little innovation goes a long way on this island. Sugar glider must eat whenever he can. Sprinting, gliding, these are all made easier.
The young glider is getting weak. Luckily, the forest floor should help him regain his strength. The Queen Fingy should prowl the woods for food, hoping these... Mit Anvisieren bin ich jetzt so langsam. Ich muss hier schneller machen. A pathway leads to a potential nest. But what hides inside those gently swaying grasses? A cluster of spiders attacks. With their superior numbers, they could easily overwhelm the sugar gliders. Insect and arachnid populations have risen precipitously since the shift. Many of the animal and avian species that would have kept their numbers under control have been wiped out. Aggressive arachnids in competition for their own survival are an ever-present menace to sugar gliders and other small animals on the island. Gemacht ist es echt. Oh. The habitat of the sugar glider has changed dramatically since the shift. Driven from the trees by torrential storms and forced to adapt to life on the forest floor, these tiny marsupials have shown remarkable resiliency. Where larger, brawnier animals have failed, sugar gliders continue to survive and adapt in ways. Butterflies. A feast for the eyes, as well as the stomach. These fluttering insects will make a hearty meal for our young glider. Remarkably, the glider catches butterflies but does not eat them. Instead, he stores them for later. Kehre zum Tunnel zurück. Muss ich hier unten irgendwo rein? Achso, ist genau hier oben irgendwo.
Ach, da unten. Also jetzt fliegen wir unsere Mutter halt praktisch gesund oder ich halt. Und muss sie jetzt Nahrung bringen. Has fed the butterflies to his mother, who now appears to be recovering from her spider bite. There is no reason a butterfly should provide an antidote for spider venom, and yet it appears to have done so. Is it possible the nectar or pollen the butterflies have been feeding on contains some hidden properties we are as yet unaware of? And how did the sugar glider know that this antidote would do the trick? Nectar, pollen, okay, shit. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier, 42 Minuten sind wir jetzt dabei. Würde ich sagen, das reicht für angezockt dann auch einmal aus. Jetzt tun wir da schon mal einen schönen Punkt. So. Ist hier vielleicht Verteller? Okay, wir gehen mal ins Menü zurück, Hauptmenü. Haut nicht ganz so hin mit der Steuerung. Manchmal geht da so ein bisschen drüber. So, also die Steuerung ist gut erklärt. Leider ist Lesen und gleichzeitig Spielen wieder mal schwer. Und gerade, wo jetzt hier nur einer quatscht, hätte ich mir doch gewünscht, dass sie da ein deutsches Audio machen. Aber später ist es ja, also wenn wir die Tutorial und weiter sind und so, dann ist es ja eigentlich pupsegal, weil es sind Tiere und wir haben ja dann nur die Stimmen, also nur kurzzeit einen Text, wenn der uns was sagt, was wir besorgen sollen, wenn unterwegs irgendwas passiert. Aber sonst haben wir ja da nicht großartig Gequatsche. Ja, aber da fällt es natürlich immer noch mehr ins Gewicht, dass man halt das bisschen die Quatsche, was ist, nicht noch vertont hat. Aber so an sich ist ein sehr schönes Spiel. Es macht doch Spaß. Man muss sich halt an die Steuerung gewöhnen und ist halt sehr flink, wenn... Scheiß Eidechse, habt ihr gesehen, wie die mir mal weggeflutscht ist. Aber es macht Spaß auf jeden Fall. So, das soll es für meinen ersten Eindruck jetzt auch erstmal gewesen sein. Wir haben es angezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.